Hallihallöchen und herzlich willkommen zu Let's Play Adventure Minecraft Map. Und mit dabei ist der Helga. Hallo Helga. Ich bin aber die Helga. Ja, du hast aber keinen Rock an, sondern ein komisches Sieht aus wie Homer Simpson. Ja, genau. Und mit dabei Quotenknom. Heißt hier Don Hallo. Team, aber ist der Quotenknom. Ich selber heiße hier Yusimo. Falsche Taste, F5 kann man sich doch zeigen, genau. Aber bin ein Fallobst, ne? Und wir spielen die Map, wie heißt die denn nochmal? Please do not use Sprint heißt sie. Die Karte heißt The Legend of Steve. Danke, Quoten. Was mir alles Ja, okay, dann darf ich euch hier die Regeln verlesen. Oh je, Englisch. Helga, dein Part. Each dungeon has its own rules. These are just the general ones. Have fun. Hint, please do not use Sprint. Was ist Sprint? Just like any other advanced map, this map has a point system. Throughout the game you will find golden ingots and diamonds. There are only 4 diamonds, one in every dungeon. A diamond is worth 20 points and a gold ingot is worth 1 point. Read note, in the quest of finding Steve 1, hätte ich vielleicht davor vorlesen sollen, some quick rules. You are always allowed to destroy clay and the difficulty settings have to be easy or higher unless told otherwise. Ja, da haben wir schon fertig gelesen. Und okay, ich spreche schon ein bisschen vermöbelt von dem anderen. Also wir dürfen Clay zerstören, habe ich es richtig verstanden? Genau, wir dürfen Clay zerstören. Okay. Und ja, ich habe nicht zugehört, was ihr vorgelesen habt. Ja, ich habe mich auch gerade gefragt. Wir erklären es dir noch lieber, Fallobst. Ja gut, also, wir haben hier auf so Peaceful. Wir spielen auf Peaceful. Hier, in case of emergency, ja, sind wir, oder? Was ist denn da drin? Absolut. Du bist Hardcore-Emergency. Cooked Pork Chop, ja, nehme ich mal. Brauchen wir mal noch nicht. Wooden Sword. Das? Ein Boot. Fackeln, ich habe Fackeln. Wie machen wir es mit dem Essen? Brauchen wir auch was, oder? Ja, wir geben dir sonst. Ich hab 2, der Jakob hat. Der Fallobst hat 4. Ich hab. ich hab. 4? Ich hab 3. Außerdem, du cheatest. 5 drin? Hey! Home and Shop of Jeff the Fisherman. Ja, da finden wir bestimmt Sachen. Auf rein hier. Also, freshly cooked gelesen? Fish. Hallo? Hallo? Ja, hallo. Was? Vorlesen mal so das eine? Hab ich. Nein, die Helga. Das hat der Justin vorgelesen. Ach, ja, der Fallobst, ich hab's heute nicht so mit den Namen. Mit den vielen Namen, Ach, muss ich den jetzt schon vorlesen? Na ja, klar, wenn's da steht. Was für ein Text eben? Was haben wir überhaupt für eine Story? Wir sind hier. Ja, das ist genau gelandet, das, erzähle ich doch gerade. Es gibt halt so Textdateien dazu, die man vorlesen muss. Und zwar brauchst du hier The Quest of Finding Steve 1. Ah, okay. Ist natürlich alles wieder Englisch, ich gebe mein Bestes. Jetzt hören wir mal zu. Komm. Komm her! Genau. So. Ja, ich komm ja schon. You glance down upon the letter archaeologist Steve sent you one last time before stepping out your boat. Hey you, Steve, here! I'm glad to see that some of my students actually appreciate the work I'm doing. Thanks for writing me. I haven't found a lot of strange objects yet. I'm staying over at an inn on this strange island. The people that live here are very kind and peaceful, but the room numbering is very weird. I'll send you more letters if I stumble upon anything interesting. Steve. Yeah, the search has begun, Steve has gone missing, and you, or maybe your co-students, are out to find him. Good luck, and we'll hope you enjoy this map. Also suchen wir Steve. Warst du da schon drin? Genau. Ja, ich hab da schon ganz viel Fisch mitgenommen. Steve. Wollt ihr auch ein bisschen Fisch? Hier. Quotengnome wants to have some fish. Here. And we won't speak English all the time, I think. Pourquoi pas? On peut parler français? Parce que je déteste la langue française. Ah, je... Mein Standardsatz. Welcome to the Pickbull Inn. Ausrufzeichen. Make your reservations here. 25 bucks a night and 5 bucks for breakfast and dinner. Booking multiple nights will get you a discount. Was sollen wir nochmal sammeln? Diamonds and gold. Okay. Fallobst, du machst mir übrigens Angst, wenn du mit so einem Ruder da läufst. Oder ist das ein Holzschwert? Ach, das ist ein Holzschwert. Ja, das ist ein Holzschwert. Kitchen Personal und Person. Was? Personal? Okay, only. Please place your key here. Haben wir einen Key? Wir brauchen einen Lever. Auf die Metallplatte kommen immer die Lever drauf. Also so ein Hebel. Also suchen wir jetzt einen. Ich würde sagen, ich gehe zur Hölle. Nummer 666. Ja, da gehörst du auch rein. Steve wrote me that this was his cabin. It hasn't been cleaned for a very long time. There is even fungus growing on the floor. Something isn't right here. And what is with all the blood? Ich hoffe, ihr könnt es alles verstehen.
There is a torn piece of paper wrapped around a lever. Read note in the quest of finding Steve 2. Helga? Ja? Darfst du wieder lesen und du hast eine süße Rüstung an. Ja, die habe ich mir im Nachbarraum geklaut. Was soll ich jetzt mit dem Papier hier? Du darfst mal lesen, ne? Ja, wenn du davon weggehen würdest. Steve wrote me that this was Kevin. Diese Textdatei meine ich. Ach, schon die zweite? Ja, ja, ihr hört, steht da. Nein, überhaupt nicht zu, das ist schön. Nee, ich höre gar nicht zu. It seems that he got dragged out of his bed and got thrown over the fence into the darkness. Ich lese dann mal vor, lieber Fallow. Das ist schon wieder völliges Chaos. The torn piece of paper turns out to be an unsaid letter to you. The paper has been hidden carefully inside the chest. It's like Steve didn't want anyone to find it. Hey you, it's Steve again. I have some interesting news, and it has actually just happened. I was doing some research on a couple of books about this island when my stomach started aching. I was hungry. So I decided to go downstairs and try to break in into the kitchen to get something to eat. While I was walking down the stairs, I heard people talking. Well, some of them were, others were just mumbling strange stuff that sounded inhumane. I went to the kitchen door and fiddled on the locks for a little while, but I got myself an item to open it. The lever. I slowly opened the door to look what was in there, and by my surprise I saw a strange guy who was scorched by flames and had a lot of scars. What? A man who had tiny plants growing all over him, a pharaoh and a yeti. I was so shocked by what I saw that I decided to go back to my room and write you this letter. This may sound strange, and no, I'm not drunk, but you have to trust me on this one. I'm going to the bed now, and I will post this letter to you tomorrow. Good night, Steve. Cool, okay. Wer hat den Biber gefunden? Schau mal nach oben! Wie kommst du denn rein, lieber Fallo? Gecheatet! Nix gecheatet. Du bist einfach außen rum gelaufen, wahrscheinlich. Hast du den Liefer gefunden? Nö. Also hast du, okay. Hier müssen wir hier hochkommen, hier ist wunderbar die Aussicht, aber ja, ein bisschen kalt. Was gibt's denn in der Küche? Nix mehr. Du bist so ein Geier. Hast du dir da die Gold-Ignits geholt, oder da was? Da waren keine Gold-Ignits drinne. Nur Diamanten? Heißt es Ignits oder Ingots? Ingots, guck mal, was ich hier hab. Ja, ich hab ein Bett. Oh mein Gott, someone has been watching Steve. Der smells fishy. Ein Fisch? Der Fisherman. Fisherman's Friend. Ja, wohin gehen wir jetzt zu? Ja, Steve suchen, würde ich sagen. Also in der Kitchen ist er nicht. Ja, wir können der Blutspur mal folgen, ne? So hint. Genau. Hint? Follow the blood. Ja, da bin ich vorher schon hinterher. Ja. Blood Trail, oder? Ne? Ach, ist hier unten? Ah, der ist den Balkon runtergefallen. Ach, hinter? Der wurde doch hier runtergeworfen. Ja, ja, aber da oben ist Blut und dann hier unten wieder. Mhm. Ach, und hier geht's runter. Oje, oje, oje. Ich zück mal mein Schwert. Jetzt wird's gefährlich. Hast du ein Schwert? Ja. Ich hab mir da alles gesichert, das ist so hart. Hallo. Helga, kommst du? Ja. Sprinten ist ja nicht erlaubt, von dem her war ich ein bisschen länger. Nein, die Blutspur wird aber immer dünner. Lava. Ja, der hat sich ausgeblutet hier. You okay, are allowed to switch to peaceful for this ride. Haben wir es überhaupt auf easy oder was? Wir haben es auf peaceful. Hab ich vorhin gesagt, peaceful. Ah, auf peaceful, okay. The trail of... Wir sind Cheater. The trail of blood ends here. The ether threw his body into the lava or they transported him with his cart. Okay. Ja, also... Und jetzt? Da ist schon ein Knopf. Tschüss! Whoa! Oje. Folge dir, Fallops! Irgendwie habe ich hier ein bisschen Lags. Ja, das ist aber oft so beim... Oh, wo sind wir denn hier? Ich habe schon ewig nicht mehr Minecraft gespielt. Ich glaube, die Fabrik von der guten Fee, so sieht es hier zumindest aus. Ja, und ich... Also leck mich hier einfach Fee mal so... Die böse gute Fee. Die böse weiß gute Fee. Ja. Soll ich da mal aussteigen? Weil hier sieht so toll aus. Leckt die auch so? Also ist ja, ich leck abartig. Warum sind da N? Used Memory, 5%. Ne? Was ist denn Allocated Memory? Der Allocated? Ich hab keine Ahnung. Oh. Gut, zum Glück stoppt's immer mal wieder, dass man hier so rechts und links schauen kann. Ich glaube, das war einfach nur so zum Spaß, hier durchzufahren. Ja, ich glaube auch. Ich glaube nämlich auch, dass der Steve hier nicht dann durchgefahren ist. Tut mir leid, liebe Zuschauer, dass es hier so Mords leckt. Ich hab keine Ahnung, woran es liegt. Und ich hab hier Mordschunk. ja. Ja, der hat bei mir auch gefehlt. Ja, da ist nochmal ein Loch, was bei mir fehlt und ich hab Schaden bekommen. Irgendwie.
Ich auch, das lag am Blatt vom Baum. Ja, wollt ihr nachher noch mal rein, raus und wieder rein vielleicht? Bringt das was? Nö. Nö. Nicht. Also, weil eigentlich hier zeigt er mir an bei der Aufnahme, dass ich 70 FPS hab, aber gut. Ah ja. Oh, ja, was haben wir denn da hinten für einen Aztekentempel? Nein, fahr nicht mehr zurück! Nein! The trail continues. They did take him over here. Switch your difficulty back. Danke. To easy, please. Okay. Ja, hab ich gemacht. Ja, da wir den Server neu starten müssten, dann machen wir das mal nicht. Ja, ich würde mal sagen, die Blutspur. The trail leads up the stairs. Aber ich möchte lieber den. You've got a bad feeling about this. Egal, hoch. Wir haben ein Schwert. Du hast ein Schwert. Ja, richtig. Runter. Da oben steht was. Da oben steht was. Ja, lese vor. Ich gehe runter. Ice, Sand, Fire. Ja, da unten hat's auch noch andere Sachen. Da gehe ich doch erstmal gucken. The iron blocks are the key place. Place the levers on it. Heißt es levers oder levers? Lever, glaube ich. Ja, ihr lest mal da weiter vor. Ne? Ich hab's. Was hast du? Ich hab eine Karte gefunden. Hä? Du hast sie mir aus der Hand genommen. Ich hatte die auch gerade. Ich hab die Karte. Lass uns vielleicht nicht da rumlaufen, wo ihr nicht seid. Ich hab the blood way continues underneath the sand. Siehst du die Karte? Siehst du die Karte? Siehst du die Karte? Ja, ich hatte sie eigentlich gerade da. There's also a fumbled piece of paper lying on the ground. Read note in the quest for finding Steve 3. Quotenknochen, willst du mir das mal geben, damit ich das mal hier den Zuschauern zeigen kann? Ist auch mehrere Karten, habe ich gerade gesehen. Und hier, Mr. Helga. Hier, lies mal die Note Number 3 vor. Ich habe auch eine Karte gefunden. Ja, ich glaube, es gibt für jedes Gebiet eins, also einmal für Feuer, einmal für einmal du für Eis. Du musst Note Number 3 vorlesen. The piece of paper looks like it was made fast and in a hurry. Steve probably wrote this when he was back to consciousness and when his kidnappers weren't watching him. It says keys in the dungeons, locks, iron blocks. In secret room, help, maps, hidden in chest. Out of these few words, you manage to make a sentence. There are keys found in the dungeons, which need to be placed on the blocks. Okay. Yeah, apparently also maps and hidden chests here, which might lead to these dungeons. Okay, ja, ich habe hab die Karte 4 gefunden. Ich habe die Karte 5. Dann ist die Frage, wohin gehen wir zuerst? Ja, haben wir überhaupt ein Lever? Ne, wir müssen die suchen, glaube ich. Also für die einzelnen Gebiete jeweils die... Ja, eben, ja, dann müssen wir hochgehen. Ich würde mal sagen, wir hatten es nicht hier. Also wenn wir hochgehen und dann kann man in der Pyramide wieder die einzelnen Stufen, also Seiten runter und da gab es dann auch so kleine Häuschen. Ah ja, okay. Was sollen wir zuerst machen? Eis. Sorry. Ja. Hey, hier, die Fackel hinterher. Mir hinterher. Hinterher. Ich habe auch die Fackel in der Hand. Du, wie kamst du an mir vorbei, ohne dass ich dich gesehen habe? Tja. Was ich? Ich bin halt Gott. Ruckelt's immer noch? Nee, bisschen, ist okay. Aber es geht. Okay. Ist, glaube ich, erträglich. Wow, da passt ich gerade so durch. Wow. Ist ja verschärft hier. Bist nicht zu fett. Ja, ist fair schärft. Au! Ich will dich nur ein bisschen anschubsen, damit du schneller läufst. Oh Mann, das ist ja ein weiter Weg. Bisschen kacke schubsen spielen, ja. Also, ich weiß nicht, was dieses Minecraft vor, Minecart-Fahren vor, gebracht hat, aber... Das war einfach, schön. Wovon und das laufen wir jetzt gerade alles wieder zurück, glaube ich. Richtig, deswegen frage ich auch. Soll ich euch eine Hose pflücken? Ich sehe Licht da hinten. Ich sehe da auch eine Kleinigkeit. Habt ihr schon Gold-Ingots eigentlich gefunden? Ja, zwei Stück. Ich habe keinen einzigen. Ich auch nicht. Da runter? Ja. Ja, was ist mit den Häusern da hinten? Waren wir da vorher, oder wie? Da kamen wir her, meine ich. Ah ja, das ist das Boot. Ich würde jetzt mal behaupten, wir fahren hier runter und legen uns da so ein bisschen durch. Soll ich anschucken? Schuck mich mal an. Schuckerle. Ach, da ist ein... Da wäre ein Button gewesen, Mann, oder? Da ist ein Knopf. Ja, ich hab's auch gerade gesehen. Manche Leute haben die an der Hose und manchmal hängen die auch einfach so in der Landschaft rum. Manche Leute verlieren ihre Hose in der Disco. Ja. Wie auch immer, ne? Disco-Klo. Nein, einfach so auf die Tanzfläche. Disco Pogo. Also ja, also die Minecraft-Bahn ist hier eher ein bisschen langweilig. Mann, jetzt heul doch nicht rum, also das gehört dazu. Oh, jetzt wird's hier pur spannend. Also Spannung pur. Also nächstes Mal laufe ich das.
ich habe hier Hammerfackeln. Ja, ich habe hier wieder einen Mords-Chunk-Fehler. Seid ihr auch gerade durch die Luft gefahren, mal wieder? Nein, ich bin durch einen Tunnel gefahren. Rechts, links, rechts. Wow, voll die Abwechslung. Guck, mit wo Lava. Wir diesmal so rauskommen. Rechts. Boah, links. Das kann doch nicht sein, dass wir...